So, willkommen zurück zu Penumbra, Schwarze Pest. Im letzten Part haben wir uns ein mysteriöses Mittel gespritzt, damit wir dort hinein können. Es ist viel passiert, wir haben viel herausgefunden. Sind jetzt hier in dieser komischen Medizinabteilung und das Lämpchen ist grün. Das heißt, wir können jetzt hier durchmarschieren und hoffen, dass uns hier keine Monster erwarten werden. Nichts. Okay, das sieht übel aus. Eine kleine Kühlkammer. Ein Tieftemperatur-Kühlschrank. Wow. Was haben wir hier? Da haben wir schon minus 200 Grad. Selbst Wiesenort ziemlich kalt. Oh ja, in der tiefsten Arktis ist das schon ein ordentliches Stück. Was können wir hier machen eigentlich? Muss ich hier den Hebel ziehen? So, was hat uns jetzt gebracht? Ich erinnere mich noch, dass wir irgendwann irgendwelche Hallus bekommen, wegen dem Mittel, das wir uns gespritzt haben. Ach du Scheiße! Um Gottes Willen. Stell dir mal vor, du machst das auf, stellst dich hin und das Ding macht die Augen auf. Ach du Scheiße. Was für kranke Experimente sind hier abgelaufen? Das ist ja übelst krass. So, da habt ihr eure Nichthand. Ach stimmt, hierfür war in dem Moment. Nee, das kann auch nicht stimmen. Nö, ja, nö, richtig. Ach, das ist das komische Flashlight da unten. Ich spiel's ja gerade über W, D und so weiter mit sich fortbewegen. Gott, wir haben einen Kopf im Inventar. Das ist ja heftig. Gut, die Taschenlampe nehme ich generell nicht. Habe ich nie benutzt bei Penumbra. Ich halte mich an meinen Leuchtstab. Ich würde wetten, irgendwas passiert jetzt. Hat sich hier was verändert? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Also ich habe gerade die Lösung zugemacht, habe aber noch was von Library gelesen. Ich würde... Ihr habt es gerade auch gesehen, oder? Was war das? Für ein Geräusch. I could have sworn we remembered there being a door here before. How queer. What's in that direction? Oh, silly old me. I haven't got any hands to point with, have I? Hallo? Hier irgendwelche Monster? No, not that way. You sure you know where we're going? Didn't we pass the door just back there? Ja, ist eine Sackgasse. Lol, da ist die Tür wieder. You see? You silly Billy. It was here all along. Would you like Uncle Clarence to take the steering wheel for a while? You should see your face. This is actually gonna be fun.
Perhaps I won't get you killed after all. Okay, was auch immer das für ein komisches Virus ist, es kontrolliert uns langsam. Handfläche fehlt noch. Die Handfläche war ja auf der 7. Ja, jetzt kommen wir rein. Unterwegs hatte ich Gepäck mitgenommen, aber ich näherte mich endlich meinem Ziel. Ich war mir sicher, dass die Antwort hinter dieser Tür liegen würde. Antworten, denen schon 2000 nachgehen hätten sollen. Was ist denn das für ein Satz? Ist die Jahreszahl. Als ich den Brief meines Vaters erhielt, warum ich die ganze Zeit gewartet, hierher zu kommen? Okay, sweet, wir sind im neuen Areal gelandet, das, wie ich finde, sehr eindrucksvoll aussieht. Das scheint eine Bücherei zu sein, also klar, weil Bücherei ist das deutsche Wort für Library. Was haben wir hier drin? Stifte, die wir nicht mitnehmen können. Einige stark benutzte Linguistikbücher. Hier ist bestimmt irgendwo was Wichtiges drin. Ich finde gerade die Uhr ziemlich genial. Physik und Mathematik. Ich durchforste hier einfach mal die ganzen Momente. Aber das macht wirklich keinen Sinn hier unten. Wozu brauchen die ganzen Bücher? Ein Shelter. Shelter. Okay. Nichts weiter. Eine Ausgabe des Buches Necromonicon. Keine Ahnung. Was haben wir noch alles? Bücher. In der Bücherei zu erwarten. Hier ist noch so ein Auge. Die Wärmes Mysteries. Die haben hier unten wirklich einen Haufen merkwürdiger Bücher. Ja, da muss ich dir allerdings zustimmen. Das ist wirklich ein Haufen merkwürdiger Bücher. Allerdings keine Hand und sowas. Moment, hier ist doch... Aha! Moment, ich höre gerade schon wieder nichts. Ah, okay. Der... Kopfhörer war schon wieder auf 7:30 draußen. Deswegen habe ich gerade nichts gehört. Was ist das hier eigentlich? Eine Messlatte oder so? Ach cool, ein Geheimgang. Was war das gerade? Oh mein Gott! Er ist tot! Quick! Wenn er nicht begonnen hat zu schmecken, gib ihm einen Kuss des Lebens. Ganz bestimmt nicht. Gold und Wasser in die Welt gebracht. Fazit im Möglichkeitsvermögen. Howard Freskman. Seit dem Verlassen der letzten Bastion der Menschlichkeit in diesem Ort ist mir klar geworden, dass mein Glaube Gerechtigkeit war. Meine Schlüsse waren korrekt. Und nur das hat mich so weit gebracht. Es hat mich Zeit gekostet, mir einen Weg durch den infizierten Bereich des Shelters zu finden. Und dank der Beobachtung, die ich machen konnte, scheint meine vorige Entdeckung noch einleuchtender und wichtig. Die infizierten Menschen kommunizieren miteinander. Vergleichbar, wenn gleich simpler Kommunikation ist, bei Kreaturen aller Art zu beobachten. Zeitweise scheinen die Infizierten ohne Sichtkontakt zu kommunizieren. Telepathie. Trotz dieses katatonischen, verschwierigen Fremdwort, Erscheinungsbild sind die Infizierten zu ihren Hirnfunktionen fähig. Ihre Problemlösungseigenschaften scheinen zeitweise die Menschenbewegungen betreffen. Wenn sie getrennt verlieren, die Kreaturen diese Intelligenz, was auf eine Art von kommunaler oder zentraler Intelligenz hinweist. Schlussfolgerung, die gezeigte Intelligenz ist auf einer derart hohen Stufe, dass die Annahme der Existenz einer kommunalen Verstandes jedenfalls rational ist. Diese Schlussfolgerung hat sich durch meine kürzlichen Entdeckungen bestätigt. Obwohl die Infizierten wie hirnlos durch die Gegend laufen, man könnte sie auch Zombies, Resident Evil, nennen, sind sie nichts anderes als Arbeiterbienen. Autonomisiert. Ja,
Aber keinenfalls dumm. Kurz gesagt, ich glaube, dass man mit dieser Zentralintelligenz kommunizieren kann. Verhandeln kann Migration höchstwahrscheinlich erst nach erfolgter Infizierung. Möglich sein, es gäbe einen Weg, Infektionen durch die Krankheitsherde mit dem Hive zu unterstützen. So ist ein Weg für Frieden geben. Okay, das ist ja mal sehr interessant. Howard? Vater, irgendwie wusste ich, was zu enden würde. Warum bin ich hierher gekommen? Hä? Ist der Typ sein Vater? Der ist ja ganz schön zugenommen. Der ist ja ganz schön, ja. Dingenskirchen, ja. Ah, blöder Kopfhörer. Warte mal kurz, das Ganze wieder. Zurechtrichten, weil ich höre gerade gar nichts. So. Kopfhörer, jetzt bleibst du aber drin. Ich weiß gar nicht, ob man das später hören wird. Ich hoffe mal nicht. Okay, wo müssen wir lang? Da oben scheint was zu sein. So, tut mir leid. Irgendwas hat gerade geknallt. Und das kam nicht von draußen. Ich glaube, das war die Lampe oder so. Geht's hier nicht weiter? Es muss doch hier weitergehen. Was ist das für ein Knopf? Macht irgendwas? Der muss irgendwas machen. Also ich kann jedenfalls nicht mehr bedienen. Irgendwas ist gerade passiert. Habe ich gerade einen Geheimgang oder so aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Da ist das Shelter. Und da ist... Ich dachte, komm, tut mir das Vater. Ich glaube, wir kommen, deine Reise zu finden. Ich würde mir... Okay. Okay, das sieht richtig aus. Neues Areal. Gut. Ja. Es kommen wieder vage Erinnerungen. Das war jetzt ein lustiger Jumping-Part hier. Hier müssen wir nämlich da oben hin. Und dazu müssen wir uns irgendwas bauen, um darauf zu kommen. Und das Geräusch gefällt mir gar nicht. Was können wir benutzen? Das hier können wir alles benutzen. Das können wir nicht benutzen. Ist klar, das ist zu schwer. Ich nehme stark an, das Ziel war die Leiter da oben. Moment, ich glaube, diese Leiter konnte man hier irgendwie... nach unten buxieren. Ich kann leider nicht erreichen. Okay, das funktioniert so nicht. Irgendwie müssen wir da rankommen. Und da müssen wir jetzt irgendwas bauen. Ja, nicht ausbalanciert, aber benutzbar. Moment. Scheint. Das Ding scheint hier festzusitzen. Das bedeutet, dass wohl wir dieses Teil als Katapult benutzen können. Nee, das klappt so nicht. Wohin
rollt. Wohin geht dieses Katapult? Das wäre gerade meine Frage. Moment, wenn ich mir vielleicht das hier so baue, kann ich vielleicht das dazu benutzen, dass das. Nee, das klappt überhaupt nicht. Ah, Moment! Ja, natürlich! Wie so eine Art Brücke. Super. Den Schalter habe ich jetzt ja durch Zufall gefunden. Na egal. Hoffentlich hält das Ding. So, damit wäre schon mal Stufe 1 geschafft. Jetzt müssen wir Stufe 2 schaffen. Okay, das war jetzt noch zu einfach. Wow! Holy hell! I mean, good! Yeah, more monkeys for the incinerator. Shut up! Hallo, okay. Ja, der ist entweder gerade abgenippelt oder ist von irgendwas hier abgenippelt. Von hier aus kann ich so Platon nicht erreichen. Ja, das war jetzt so ziemlich blöd. Vielleicht hier von der Mitte aus? Da komme ich auch nicht ran. Doch vielleicht komme ich da ran. Oder? Geht das? Oder geht das nicht? Doch, das geht. Merkwürdiges Artefakt. Okay, was ist jetzt ein Bonusteil oder was soll das jetzt gewesen sein? Hm. Solving. How do you manage it with such small singular brains? Isn't it terribly quiet not hearing the thoughts of every one of your brothers? Hm, hätte das ein Affe vielleicht schneller gemacht als ich? Ich weiß es nicht. Eingehen in Videochat. You came. I guess I didn't really expect you to bother. My lab partner's such a pessimist. Was. Such a pessimist. It kind of rubbed off on me. He tried to make it through to me not too long ago. I guess he's a bit late for the party. You'll have to make a quick detour over the surface next, but be careful. If the cold doesn't kill you, well, let's just say I didn't pick the safest of locales for my last-ditch survival attempt. Okay, good news. Good news. Oh yeah, I think I've got a cure. Well, it's not really what you'd call a cure, but should be enough to help you. I don't think I'm infected. I was careful, but I guess if you come rescue me and I'm looking at you like you're a roast chicken, I got it wrong. Sorry, that probably wasn't funny, was it? No, I suppose not. Well, I hope to see you soon. Yeah, yeah, cures, rescue, saving the world, all so cliché, all so ridiculous. Do you really think you're doing the right thing? Your morality is just the last stain left behind by religion. Okay, ich glaube auch nicht, dass es nur ein Heilmittel dafür gibt. Beziehungsweise, na gut, bei Resident Evil gab es letztendlich ein Heilmittel, aber es hätte nicht mehr viel gebracht, weil alle tot waren. Und hier ist das Gleiche, alle sind tot. Wir müssen ja noch heilen. Das wäre für die Infizierten viel zu spät. Ah, ich sehe es schon, jetzt kommt die nächste Welt. Hm, ja, das war das. I'm not actually cold, you understand. I'm just trying to make you feel better. Very inefficient thing, your brain. Gives off lots of heat. Feuerzeugbombe irgendwie.
Ja, ich weiß, es ist arschkalt hier draußen. Das Eis blockiert die Mechanik. Mal schnell von. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ja, das war jetzt ziemlich dumm, das zu versuchen. Kommen wir auf der anderen Seite jetzt. Ja, das weiß ich noch, hier am Rand war nämlich so ein Weg. Es hat schon mal Typis gegeben, die versucht haben, eine Brücke zu bauen und daran gescheitert sind. Ich wiederum kenne den Trick und nutze ihn natürlich. Gut, ich meine, wenn man das Spiel blind spielt, dann kommt man darauf natürlich nicht zugleich. So, natürlich geht er immer noch nicht. Dann kombinieren wir mal das und das. Ja, jetzt haben wir nämlich einen kleinen Flammenwerfer und zack. Wow, ich muss da wieder rein, mich aufwärmen. Okay, das dürfte jetzt reichen. Und wie los! Okay, wenn du das sagst. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Okay, wir sind auf jeden Fall wieder draußen und gelangen, glaube ich, gleich in die zweite Hälfte von der Basis. Da geht's nicht weiter. Ah, ja, ich seh's. Okay, mal wieder ein bisschen aufwärmen gehen. So. Und jetzt müssen wir die Fässer da hin transportieren. Und dann, wie war das mit dem Flammenwerfer, oder? Nee, wie war das denn mit dem Lappen? Müsste es, glaube ich, irgendwas sein. Noch irgendwie behandeln. Moment, wir haben noch Alkohol. Ich habe da gerade eine Idee.
Gut, merken wir uns 7 und 6. Zu weit muss man nutzen. Warum funktioniert das gerade nicht? Ach so, wahrscheinlich nur hier am Dingens. An der oberen Seite. Okay, verstehe. Und jetzt ganz schnell weg. Boom. Das dürfte die Tür geöffnet haben. Oder das Eis weggesprengt. Und rein da. Okay, mal gucken, wo wir sind. Auf jeden Fall sind wir im neuen Gebiet gelandet, das immer noch von Eis umschlossen ist. Ja, klar, wir sind ja irgendwo in der Arktis oder in Grönland oder keine Ahnung. Okay, so, on the to-do-list. Find this damsel in distress, kill the bad guys, cure infection, save the world. Chances of success, nil. Chances of survival, well, you got old Clarence on board. That should speak for itself. Chances of you buggering things up royally, almost certain. Ja, ziemlich eindeutige Sackgasse. Research Room. Okay, Fakt ist, wir sind in einem neuen Areal. Definitiv. You know, you turning up here is probably the second best thing to happen to me since I've been down here. I'm reserving first place for when we get out. So, I'm not big-headed enough to think you came all the way here just to rescue me. I wasn't lying, though. I think I've worked out how to disinfect you. But, I saw this coming. It's not quite as simple as all that. I had to engage the failsafe on the research rooms to seal myself in here, and that means we need a key card to get me out. One of the personnel, one of the infected ones, tried to get in with a card, but I don't know where he, where it went. Look, I need you, and, well, if you do get me out, I'll give you the biggest hug of your life. Christ! Go here, go there, fetch this, run me a bath. Typical broad. Atypical circumstances. You think fate has anything to do with this? Fate is merely the war cry of those too scared to think for themselves. Ja, wenn der Infizierte den Schlüssel hat, beziehungsweise wenn es den Schlüssel hat, wird es wohl kaum eine Chance geben, den zu kriegen. Weil, ja, das Vieh gibt die mir bestimmt nicht freiwillig. Und ich ahne schon, dass es hier irgendwo rumläuft. Wow! Oh Gott! Renn! Nein, geht nicht! Oh Scheiße! Geht's auf? Ja, geht auf! Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Leute, ich hab mich gerade sowas von erschrocken. The Archaic would never ask that employees work longer than the recommended 8-hour shift, but understand. Scheiße. For their work and dedication to the team may often motivate them to do so.
Oh. Scheiße, das ging mir gerade bis in die Füße runter. Heilige Scheiße. Oh, ich bin gerade richtig aufgesprungen. Alter Vater. Was ist das für ein Geräusch? Warum ist es gerade umgeflogen? Dark, isn't it? Echo! 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 Kinda empty. Now this is what it's like to be me. Buried deep within the cavernous expanse you call a mind. You see, this is what puts me in such a bad mood. We spend all this time messing about with door codes, levers, human appendages, and it turns out, at the blink of an eye, I can just block it all out. Whoosh! Gone. Just you and me on some kind of messed up holiday. You think I can conjure up some margaritas? No? Shall we get the hell out of here then? Well, it's hardly better, but it is more interesting. Just. Oh Gott. Ja, das denke ich auch. Was sind diese Artefakte? Ich habe keine Ahnung. Das sind doch... Ja, das sind diese Hunden von den Köttern, die mich im ersten Penumbra schon verfolgt haben. Das heißt, wir sind jetzt offensichtlich in derselben Basis vom Vorteil. Was ist hier geschehen? Das frage ich mich allerdings auch, was hier geschehen ist. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Safe Point? Das wäre nämlich sehr nice. Ja, das sind die Viecher. Das weckt Erinnerung. Ich kenne nämlich die Biester. Die waren im ersten Penumbra schon sehr, sehr anstrengend. Wow! What the fuck? Da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Oh, Safe Point. Gut. Gut, Leute. Ich glaube, im nächsten Part wird es noch spannender als jetzt. Es war wieder richtig... Ja, schöner Mindfuck, was wir gesehen haben. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.